Und Colin versucht irgendwie Hilfe. Oh! Colin! So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator mit mir und natürlich dem Colin, der auch dabei ist. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, aber Colin ist auch da. So, Richtung Stuttgart möchtest du, denn wir befinden uns immer noch auf unserer Route in Karlsruhe gestartet, nun in Heilbronn angekommen und auf dem Weg nach Stuttgart. Ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Einmal nach Stuttgart, bitte. Sofort hier, Stuttgart. Kontrollieren wir dich doch mal. Scannen wir einmal dein Ticket. So, hi, passt. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, bist du sogar. Cool. Glück gehabt. Was ist mit dir? Hallo? Du bin anscheinend ich nicht. Nach Wiesbaden, nein. Da habe ich mich wohl vertan. Hallo? Hier ist mein so Ticket. Macht man das, Colin. Colin sitzt da wieder so total desinteressiert und macht nichts. So, Dankeschön. Passt, Stuttgart. Mahlzeit. Hier ist noch Mahlzeit. Wie er uns anguckt, Colin. Das ist eine Hackfresse, sagt der Colin. Danke. So, du warst derjenige, der nicht mitfährt, oder? Nee, du nicht. Das heißt, wir schließen die Klappe, gehen hier in den Bus rein. Achso, wir müssen hier die Tür eben noch zumachen. Und Colin versucht irgendwie Hilfe. Oh! Colin! Ey, ihr müsstet das sehen, der reißt dir nicht. Ey, das finde ich jetzt echt nicht lustig, Colin. Du reißt dir den ganzen Computer runter. Der ganze Computer, der, weißt du, der steht auf so einer kleinen Ablage irgendwie, so ein bisschen auf so einem Podest, auf so einer Erhöhung. Und Colin zieht da die ganze Zeit an dem Mikrofon so und zieht und zieht und zieht. Und jetzt habe ich hier meinen Computer und den, Colin, jetzt moderier du mal. Ich muss hier jetzt eben. Ey, da musst du fotografieren, ey. Weißt du, ich wollte das Mikrofon näher ranholen und dann fliegt das Ding auf einmal da. Ach du Scheiße. Das finde ich jetzt echt nicht lustig, aber anscheinend scheint noch alles zu laufen. Ich glaube, die Kabel sind auch noch alle dran. Heißt, wir fahren los. Entschuldigung, aber das liegt an Colin. Da muss Colin einfach mal mit seinem Stuhl näher ans Mikrofon und nicht das Mikrofon zu sich ziehen. So, dann drehen wir einfach mal und dann sind es auch nur noch 95 Kilometer bis nach Stuttgart. Ja, das war schon ziemlich lustig, aber das hier toppt jetzt alles, glaube ich. Ist nur ein leichter Unfall. Alles in Ordnung, ist nur ein leichter Unfall, Freunde. Ach ja, genau, ab 30 km/h können Unfälle ja tödlich sein. Lernt man in der Fahrschule. Ich meine, es waren 30 km/h. Können auch nur 20 sein, aber ich meine, es waren 30. Ist ja alles nur Theorie. Nein, ich fahre nicht über Rot. Wir gucken uns doch mal an, wo wir uns denn so befinden. Ein bisschen hier, Karlsruhe sind wir losgefahren, rüber nach Heilbronn und jetzt halt runter nach Stuttgart. Achtung. Ich weiß nicht, ob die Mercedes-Benz-Arena nachgebaut ist, aber würde mich wundern. Ich glaube, Allianz-Arena gibt es tatsächlich, aber die Dings meine ich nicht. Stuttgart, heißt sie überhaupt noch Mercedes-Benz-Arena? Dein Mikrofon funktioniert gerade nicht. Ja. Wackel mal ein bisschen an dem... Colin
Paulins Mikrofon funktioniert gerade, wie gesagt, nicht. Ich versuche gerade mal ebenso zu checken, woran das liegt. Er haut da gerade drauf. Warte mal, wir gucken uns in der Zeit nochmal die Karte an. Ach. Es ist ja auch aus. So, machen wir dein Mikrofon mal wieder an. So. Und da bist du wieder, Colin. Man hört dich wieder. Also alles wieder in Ordnung. Colin hat ja den PC runtergeschmissen, ey Mann. Also das ist echt, das ist bisher der beste Outtake. Ja, wann kommen denn die Outtakes? Ja, irgendwie, wenn wir mal so die erste Staffel abgeschlossen haben, dann kommen mal die Outtakes, glaube ich. Ja, und wann ist ach, das? Guck mal, was da steht. Nein, der steht da doch nicht. Warte, wir müssen noch mal ein Bild mit dem machen, komm. Als ob der da immer noch steht. So, jetzt oh, aber weiter, ey, komm. Der steht da immer noch. Eigentlich müssen wir die Beweise ja alle vernichten. So, vorsichtig. Es ist nämlich ziemlich hügelig, wie es aussieht. Das war gerade auch schon. Ja, ich weiß, Alter. Oh, ich glaube, der Mikrofon hat gerade so eben wieder den Geist. Doch, ist alles geben. Ist doch alles gut so. Und der Colin ist jetzt auch wieder da, wie es aussieht. Immer so ein Hin und Her. Ich muss echt mal neue Kabel bestellen. Kabel? Ja. Neue? Neue, schön lange Kabel. So 15 Meter wieder. Oder noch besser, 30 Meter für das LAN-Kabel, was wir haben. Wir haben ein LAN-Kabel. Das ist nämlich nicht im Keller, also in meinem kleinen Snook-Studio, wo wir immer den Livestream machen. Und das ist ein 30 Meter LAN-Kabel. Was du theoretisch wirklich was durch, ist im nächsten GPT Haus. Live so geplant? Das nächste, der nächste Livestream findet ja am 24.06. statt, weil es kann auch der 25.06. werden. Ja, und was? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Bin damit überlegen, aber irgendwie, wir müssen auch wieder einen coolen Einspieler drehen, aber ich weiß noch nicht genau, inwiefern und was genau das Thema sein wird. Die Juli-Ausgabe wird auf jeden Fall so eine Sommer-Edition von GTP Live sein. Und die August-Ausgabe wird sich um die Gamescom drehen. Aber für Juni habe ich bis jetzt noch keinen Plan. Also, falls dir da irgendwas einfallen soll, Colin, komm bitte sofort auf mich zu. So, was ist hier? Autobahn 81 sind wir. 81 hört sich so komisch an, weil für uns hier im Ruhrgebiet, wir kennen halt nur die, weiß nicht, A2, A52 und so. Aber, 81 ist mir irgendwie, hört sich komisch an, finde ich. Es gibt auch noch die A7. A7, wo ist die denn? Die ist in Hamburg. Hamburg. Ist der Fahrer betrunken oder warum fahren wir so? Also Norddeutschland. Was haben die denn immer? Ich bin doch nicht betrunken. Immer so komische Vermutung hier. So, nur noch 45 Kilometer, gleich haben wir es geschafft. Tatsächlich. Stuttgart. Und Karlsruhe, da war tatsächlich auch wieder so ein Stadionsymbol, Colin. Also vielleicht gibt es das Stadion doch. Da, 500 Meter. Nach Konstanz wollen wir nicht, zumindest jetzt noch nicht, aber Konstanz steht auf jeden Fall auch auf unserer Liste. Fahr doch mal zum Stadion. Ich
Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da ja gleich mal vorbei. So, aus Karlsruhe kommen wir, da wollen wir nicht nochmal hin. Warte, ich guck mir das mal auf der Karte an. Ne, also hier waren wir schon mal, da muss ich nicht nochmal unbedingt hin. Aber jetzt geht's halt dann nach Stuttgart und dann irgendwann mal weiter, auch mal so in Richtung Freiburg, dachte ich mir. Und dann runter, Konstanz, München und so. Dann wären wir eigentlich auch schon im Süden von Deutschland. Wir haben jetzt die Mitte von Deutschland verlassen. Erobert. Um Frankfurt herum. Kein Düsenjet. Das ist ein Düsenjet, weißt du? Ist noch nie geflogen. Dann hol das mal nach. Was haben die denn? Ich fahr doch nur 50. So, jetzt aber. Stuttgart und München. Hört sich richtig an. Es wird auch schon so langsam hell. Oder? Was meinst du, Colin? Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Alles unter Kontrolle. Ich habe keinen Unfall gebaut. Habe ich hoffentlich nicht. Was ist auch ehrlich gesagt nicht. So, jetzt müssen wir gleich schon wieder runter hier von der Autobahn. Geht aber schnell. Ja, so, ab jetzt blinke ich mal. Hält sich da auch keiner dran. Der ist auch gut. Rast ja so voll rüber. Der vor uns. So, boah, hier ist ja ein richtiges Autobahnkreuz auch. Hier so viele Blumen am Rande. Was sollen diese Schlangen? Gefällt dir doch bestimmt, oder, Colin? Mhm. So, nach Konstanz möchte ich nicht. Nein, danke. Hier, der Audi. Ziemlich flott unterwegs, Kollege. So, komm, fahr. Ich weiß noch, als die Hupe in der letzten Folge die ganze Zeit an war. Und wir das erst später gemerkt haben, dass das die Hupe ist und nicht die Alarmanlage von dem geklauten Auto. Aber ein Stadion sehe ich hier nicht. Tut mir leid, oder? Oder meinst du hier... Ampel wurde gerade grün, alles in Ordnung. Oder siehst du hier irgendwo ein Stadion? Oh, da sitzt einer. Wo? Da, rechts neben mir. Ach, der Kollege. Boah, das sind ehrlich so. Immer in diesen Reisebussen, da siehst du direkt diese Leute, die ganz vorne sitzen müssen. Die dann immer schön auf den Fahrrad lupschen müssen, was der macht. Hallo? Was meinst du denn, wo ich sitze? Also, ja, aber die sieht man irgendwie direkt, weil die so richtig auffällig sind. Ja, hallo, die müssen ja den Busfahrer beobachten, dass der hier bloß keinen Mist baut. Was ich ja auch interessant finde und was im Straßenverkehr natürlich deutlich einfacher wäre, ist, habe ich eine Dokumentation darüber gesehen, was wäre, wenn beide Piloten also, so ausfallen würden, jetzt ob dann nicht. Ein Passagier ein Düsenjet notlanden könnte. Und das hat dann jemand ausprobiert. Das war so einer, der halt auch Flugsimulator, also den FSX spielt, Flugsimulator und so. Und der hätte es dann, also die haben das am Simulator dann ausprobiert. Und theoretisch hätte er es geschafft, ein Flugzeug selbst zu landen. Natürlich mit Anweisungen vom Tower und so und alles, was er einstellen musste, wurde ihm dann gesagt. Aber er hat es geschafft, ein Airbus A320 zu landen, obwohl er kein Pilot ist. Was ist besser, Boeing oder Airbus?
Ich weiß nicht. Airbus ist aus Frankreich und Europa. Und Boeing ist aus Amerika. Also, letztendlich tut sich bei beiden, glaube ich, nicht so viel. Also, ja, das sind wir auch schon. Ist relativ ähnlich, sag ich mal. Zumindest jetzt so als Passagier. Ja, das wäre Stuttgart, Colin. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Vielen Dank. Wir sind echt pünktlich. Warum steigen wir jetzt hier? So, hier Toilette. Ach, da sind sie natürlich schon alle. So, dann hätten wir es geschafft. Steigt alle aus, beziehungsweise haben die sich gerade natürlich rausgebeamt. In dem Sinne würde ich sagen, loggen wir uns aus. Gucken mal so, wie denn so unsere Fahrt bewertet wird, will ich mal behaupten. 418 Erfahrungspunkte gibt es. Okay, hier einmal ein ungültiges Ticket verkauft. Sonst ein Service sieht das relativ positiv aus. Verkehrsregeln, naja, da lässt sich vielleicht nochmal ein bisschen dran feilen. Aber komm, ist egal, wir sind gar keine Profis. So, okay, hier. Kannst du ganz vergessen. Naja, aber ansonsten war das doch, glaube ich, ganz positiv heute. Und somit würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Oder bedanken wir uns vielmehr. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonnieren wäre natürlich auch nicht schlecht. Kostet auch überhaupt nichts. In dem Sinne, sind wir raus und sehen uns die Tage wieder zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Bis dann und tschüss.